erst seit Mitte 2021 dabei und komme aus dem Metal. Und ich habe hier bei Quiet Earth 5 super kompetente Musiker vorgefunden, die so viel Geduld hatten, mich in diese Musik so zu integrieren, dass ich meinen Spielstil beibehalten kann. Ich finde es super cool, dass das Schlagzeug hier eher so eine orchestrale, symphonische Funktion hat. Ich freue mich, dass ich bei Quiet Earth lauter Gleichgesinnte gefunden habe, die alle bereit sind, an einem Strang zu ziehen und mit mir zusammen meine musikalischen Ideen zu verwirklichen. Was ich für meinen Bereich so fantastisch finde, ich darf hier nuanciert singen. Ich muss nicht nur rühren, ich darf auch zärtlich, ich darf morbide. Manchmal darf ich sogar einen klassischen Ansatz versuchen. Die Musik verlangt es einfach geradezu irgendwo. Und ich hoffe, dass wir dabei eine Musik machen, das heißt, ich weiß es sogar, wie die Leute auch wirklich berühren kann. Ein ganz schönes Beispiel, was ich dabei mal erfahren habe, ist, dass mein kleines Stiefenkelkind mal in mein Zimmer gekommen ist, hat zum ersten Mal uns live gesehen oder einen Teil von unserem Konzert und sagte hinterher zu mir: Pauli, ich finde deine Musik wunderschön und die kleinen Kinder lügen nicht. Und beim nächsten Auftritt ist mir sowas Ähnliches mit einem älteren Herrn widerfahren, der schon über 80 war und hinterher mit einem strahlenden Gesicht zu mir kam und sagte: Ich höre eigentlich ganz andere Musik, aber ich fand eure Musik wunderschön. Er hat tatsächlich die gleichen Worte benutzt wie der Kleine. Ja, ich liebe einfach die Vielfalt unserer Musik. Ich höre oft von anderen Leuten, dass die einerseits komplex und andererseits auch zugänglich ist, was ich auch daran schätze. Und sowohl prog-affine Hörer, die die Musik ohnehin gerne hören, diese Art von Musik, als auch welche, die ganz andere Musik hören. Von denen höre ich oft einfach, dass sie begeistert sind von der Art der Musik und gerade von unserer Live-Performance. Das Besondere für mich und ich glaube auch für viele Zuhörer, sowohl Leute, die die Platte hören, als auch die, die ins Konzert gehen, ist, dass man am Anfang des Konzerts eintaucht. Wir fangen die Leute ein mit unserer Musik und dann habe ich das Gefühl, da sind gute 2 Stunden rum und das Konzert ist vorbei und ich bin was erstaunt, dass so viel Zeit vergangen ist, weil unsere Musik einen so trägt und zwar uns auf der Bühne und auch die Leute im Publikum. Das finde ich, das ist was ganz Besonderes. Das zeichnet uns schon aus. Und da bin ich auch ein bisschen stolz. Und ich finde es super cool, so ein bisschen der Böse im Käfig zu sein. Das haben wir, glaube ich, schon mal gespielt irgendwann. Irgendwann, genau.